Willkommen am ältesten Wallfahrtsort im Bayerischen Wald. Eine Kirche, zwei Kapellen, das ist St. Hermann bei Bischofsmais. Kirchenpfleger Michael Reit weiß genau, welcher Schlüssel hier wo passt und wie dieser Ort im 14. Jahrhundert überhaupt entstand. Die Geschichte ist eigentlich, dass St. Hermann entstanden ist durch einen Einsiedler. Der heilige Hermann ist da vom Kloster Niederaltaich in den Bayerischen Wald hereingezogen und hat hier seine Holzkapelle gebaut, ist dann aber gleich wieder nach ein paar Jahren weitergezogen nach Frauenau. Bilder in der Kirche zeigen, wie der Einsiedlermönch lebte und wie er neben seiner Holzhütte eine Heilquelle entdeckte. Viele Menschen glauben fest daran, dass dieses Wasser positiv wirkt, egal ob man es trinkt oder sich damit, wie ein Paar aus Düsseldorf, die Augen auswäscht. Michael Kramhöller kennt die Familie. Dann hat die Frau erzählt, sie hat von Geburt an ein tränendes und schmerzendes Auge. Und als sie 8 Tage hier waren, jeden Tag gewaschen haben, da war sie schon 65, dann war der Schmerz weg für immer. Seit 700 Jahren springt das Heilwasser an dieser Stelle aus dem Boden. Dieser Vorrat wird wohl eine Weile reichen. Doch nicht nur die Quelle machte St. Hermann bekannt, sondern auch das Hirmonhopsen. Dabei wurde dieser betende Hermann aus Holz zum Heiratsorakel für Singles aus der gesamten Region. Schuld daran war ein etwas zu locker angebrachter Kopf. Man hat ihn mit beiden Armen genommen und hochgehoben und nieder. Und wenn er dann, also wir sagen, genaubt hat, also nach vorne zurück, das war das ein Jahr und Bestätigung, dass er nächstes Jahr ein Bräutigam bekommt oder eine Braut. Hermann dagegen bekommt 1875 einen neuen, nicht hopsenden Kopf aus für das Orakel. Heiratswillige nennt man in der Gegend aber noch immer Hirmonhopser. Die runde Steinkapelle war das erste feste Bauwerk auf dem Gelände. Unter ihr verläuft die Quelle und innen erzählen Malereien von der Entstehung des Ortes Bischofsmais. Die Wallfahrtskirche nebenan kam als letztes Gebäude hinzu. So wie die Kirche jetzt dasteht, ist sie 1690 so gebaut worden. Es kommen jährlich viele Wallfahrer und vor allem halt am 10. August und am 24. August, weil die Kirche wurde dem heiligen Laurentius und Bartholomäus geweiht. Die Namenspatrone sind also am 10. und 24. August und da ist reges Wallfahrerleben. Und in den Sommermonaten geben sich viele Paare hier ihr Jawort. Nicht nur die Hochzeitsgäste staunen regelmäßig, wie gut alles hier herinnen erhalten ist. Das kostet Zeit und Geld. Wir machen heuer auch noch eine größere Renovierung, die ist bereits genehmigt. So in der Größenordnung von 50.000, wo die Seitenaltäre und die Figuren wieder auf Hochglanz gebracht werden. So bleibt St. Hermann sicher ein beliebtes Ausflugsziel, ganz ohne Hochzeitsorakel. Für Wanderer und für Wallfahrer. Und natürlich für jeden, der sich von den Geschichten hier berühren lassen will.